Und somit sind wir jetzt beim Credit, wie immer bei jedem Ende des Spiels. Rechts sehen wir dann halt gerade noch so ein paar Bilder aus den uralten Spielen. Das ist das allererste Sonic Game, was je gegeben hat, Sonic the Hedgehog. Da hast du auch noch ausschließlich mit Sonic gespielt und die Levels damals waren wirklich schwer. Und es gehörte zum damaligen Zeitpunkt zu den schnellsten Spielen, wenn nicht sogar das schnellste Spiel. Damals Sonic the Hedgehog 2, da konnte man auch erstmals mit Tails spielen. Bei einigen Levels, wenn ich mich recht erinnere. Und es wurde auch noch eine ganze Ecke schneller. Die Erfolgsserie hat sich immer und immer weiter durchgesetzt. Es kamen noch Spiele unter anderem Sonic and Knuckles, Sonic and Tails, Sonic Adventure DX, Sonic Heroes, was ich auch noch Let's Playen werde. Und viele, viele, viele weitere Spiele. Welches Spiel jetzt nicht so sonderlich gut gelungen war von Sonic, wo Sonic dabei war. Da Sonic and Knuckles, da haben wir es gerade. Da hat er schon so langsam die Gestalt von den heutigen Sonics angenommen. Ich kann auch sogar bei gerade so wunderbar die Veränderungen sehen, wie Sonic so damals aussah, heute, wie er sich da verändert hat. Ich finde es wirklich schon cool gemacht, dass die wirklich so in die alten Sachen reingepackt haben. Ja. Den Turmhof, da haben wir schon auch vorhin da schon. Ja gut, wenn ich von Rutschgrad durchguckt, da habe ich das vorhin gemacht. Ansonsten habe ich auch vor ein paar Tagen gemacht. Und dann ist das Sonic Adventure DX. Zumindest das DX ist ja nur die Director's Cut Edition. Das Spiel ist auch super geil. Da kommt auch noch auf jeden Fall, das verspreche ich euch. Das Spiel ist auch lohnenswert. Man sieht ja, nur die Steuerung dabei ist etwas hakelig. Aber macht ja nichts. Da gibt es halt diese Verfolgungsangriffe noch nicht, zumindest nicht mit den wirklich effektiven Zielen. Aber das soll ich ja nicht stören. Ja, das Spiel habe ich geliebt. Sonic Adventure 2. Das Spiel ist wirklich absolut mein Favoritenspiel unter allen Sonic-Spielen bis jetzt. Da gab es aber damals nur für GameCube und PlayStation 2, glaube ich, war das. Da ist keine Konsole, die ist wirklich nur PC. Müsste ich mal testen. Ich muss zumindest erstmal gucken, ob es die PlayStation 2 gibt. Wenn ja, dann geht mir die PlayStation 2 kaufen. Und werde es per Emulator dann halt Let's Playen. Weil für ein Spiel kaufen kann die PlayStation 2, sehe ich ein. Aber das ist, was ihr gerade hört, das ist wirklich das allererste Lied. Das ist in dem Level, was ihr gerade seht. Das ist das allererste Level und da hört ihr auch dieses Lied. Das ist wirklich geil. Und bei Sonic Adventure 2 kannst du auch in Chaos Raid gehen. Das ist auch sehr, sehr geil gemacht. Chaos großzüchten, Chaos trainieren. Sonic Heroes. Ah, schönes Spiel. Da muss man im Team miteinander spielen. Ich erkläre mal gerade für die Leute, die das nicht wissen, ne? Das Spiel wird auch noch kommen. Wie man jetzt bei das ist das Team Sonic. Es gibt da vier Teams, einmal mit Amy, einmal mit Sonic, einmal mit Shadow und einmal mit den Krokodilen, Dino und Dark zusammen. Hier hat seine eigene Eigenschaft, wenn man es kennt. Mit Sonic vorne rast man durch die Level wie, was weiß ich was. Kennt man halt gerne. Knuckles vorne ist man im Power-Mode sozusagen. Und zerfetzt alles, was so nicht bei 3 auf dem Baum ist. Vorher, wenn es auf dem Baum ist, fällt es direkt hier runter. Weil Knuckles ist der Baum zerfetzt. Und wenn Tails da ist, kann man halt zu kurzer Zeit fliegen, O-springen und den ganzen Kram. Das Spiel habe ich leider nie gezockt, Sonic the Hedgehog, diesen Teil. Weil es diesen Teil nur für die Xbox 360 gab. Aber jetzt weiß ich, woher dieses eine Level stammt. Dieses Feuerlevel, wo ich gesucht habe vorhin, ja. Das sieht auch sehr, sehr geil aus. Hat schon Zeit.
Mitchell immer mal langsam in der Xbox 360 zulegen, damit ich das Spiel mal zocken kann. Weil ich habe jetzt jeden Sonic-Teil gezockt, nur diesen nicht. Shadow the Hedgehog gibt ja auch ein Spiel dazu. Den habe ich auch gezockt. Der ist aber, boah, der geht eigentlich. Sonic an sich habe ich ja noch gar nicht gezockt. Den habe ich noch nicht gezockt. Aber da habe ich auch gehört, dieser Teil soll jetzt nicht so atemberaubend gewesen sein. Deswegen ich keinen Sinn drin sehe, den wirklich zu zocken. Da es wirklich eigentlich nur ein Prügelspiel ist und wirklich nur 20% gespielt, so rasend. Und das liebe ich an Sonic-Spielen halt, dass man da wirklich durchrast. Sonic und Geheime Ringe gibt's noch. Das Spiel ist sauschnell für die Wii. Ich hatte damals ja noch eine Wii. Und das macht auch wirklich riesig Spaß. Vielleicht sehen wir jetzt gleich noch gleich ein paar Bilder dazu. Ich hoffe es. Ja. Obwohl, so sieht das Spiel gerade nicht schlecht aus, Sonic an. Sonic, genau, bei Sonic Colors kamen die, kamen diese Fähigkeiten vor, wo mit Rakete und dem ganzen Kram. Das Spiel habe ich damals auch für die Wii gehabt. Das Spiel war auch sehr geil. Da sieht man zum Beispiel Spikey. Zack, hoch und einmal lang. Da war das auch mit den Spikey und dem ganzen Kram wirklich wesentlich einfacher als jetzt hier in dem Spiel gewesen. Aber mal zum Spiel hier von Sonic Generations. Es ist gut. Es ist wirklich gut. Es lohnt sich. Was ich jetzt nur negativ anzumerken habe. Wir waren zu schnell durch. Wir waren wirklich zu schnell durch. Grob geschätzt, jetzt, ich weiß ja nicht, 25 Fahrten da glaube ich. Das halte ich jetzt nicht besonders viel. 25, 26, 27 Fahrten. Es würde mehr gehen. Würde mich freuen. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn das wirklich mehr Parts wären. Weil wir sind viel zu schnell durch gewesen. Kurzweilig. Ja, genau. Happy Birthday, Sonic. Ja. Worauf ihr euch auf jeden Fall noch freuen könnt. Das habe ich nämlich gesehen. Oh, wo kommt jetzt? Wo kommt jetzt? Und du hast hier wirklich eine Tür gesehen? Was? Du hast doch gesagt, du hättest hier eine Tür gesehen. Es war auf jeden Fall einer von uns beiden. Sei still und such weiter. Ja, such mal die Tür. In den großen weißen Nichts. Such mal eine Tür. Super. Ja, geht noch weiter. Wie spät ist es? Genauso spät wie bei deiner letzten Nachfrage. Und bei der nächsten Nachfrage wird es genauso spät sein. Hier gibt es keine Zeit. Das ist ja wirklich ein ganz toller Plan, den du dir da ausgedacht hast. Sei nicht so selbstgefällig, bald ist das dein eigener Plan. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, ihn zu vergessen. Das hab ich gehört. Gewinnen wir auch mal. Das hängt davon ab, was du unter Gewinnen verstehst. Sonic besiegen. Oh, na dann nicht. Oh, bleibt wenig Hoffnung. Vielleicht sollte ich doch wieder auf Lehramt studieren. Gar keine schlechte Idee. Ich sage Leuten gern, was sie tun sollen. Du hast nur die Fähigkeit zu... Sonic? Ja, klingt interessant. Das werden wir jetzt aber hier nicht testen. Weil ich es auf jeden Fall noch gerade sagen wollte. Worauf ich euch auf jeden Fall freuen könnt. Habe ich nämlich letztens gesehen. Oder zumindest mich drüber geärgert. Batman Arkham City. Ist ja schon seit, glaube ich, fast einem Monat für die Xbox 360 und PS3 draußen. Und für PC kam es jetzt erst am 15. diesen Monats, glaube ich, raus. Also jetzt hier November. Da gehe ich mir jetzt auf jeden Fall die Tage auf jeden Fall noch kaufen und werde das auch dann direkt Let's Playen. Jetzt habe ich ja wieder Kapazitäten frei. Deus Ex habe ich durch und Sonic Generations, sprich ich habe nur noch Modern Warfare 2 offen. Habe Platz wieder. Da kommen auf jeden Fall weitere Spiele. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich, je nachdem wie gut Batman Arkham City laufen wird, weil Grafik ist ja ziemlich hoch. Ja.
So viel zu meinen nächsten Projekten. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für's Zuschauen und wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Kommentiert es und all so ein Kram, wie jedes Mal halt, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.